Willkommen zu Let's Play Eador Genesis, die Kampagne Teil Nummer 58. Wir sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Wir haben uns entschieden, welches was wir angreifen. Diese Typen sind nett, diese Typen hier sind unglaublich. Also diese Hammer-Typen hier, die heißen Thugs. Die sind wundervoll, die haben 35 Lebenspunkte, machen 14 Schaden, sind so ähnlich drauf wie unsere Berserker, haben sogar noch einen Schlag, der noch mehr Schaden macht. Die sind eigentlich echt edel. Einziges Problem, sie sind keine Fernkämpfer, das heißt, sie profitieren nicht von unserem kleinen Command-Fetisch, dass wir so gerne einen Bogenschützen haben, der Command hat und einen Commander haben, der Bogen schießen kann. Das kombiniert sich da nicht so fantastisch, deswegen stehen wir eigentlich eher auf diese Horse Archer hier. Außerdem kriegen wir hier diese Illusionist Guild. Was bedeutet das? Die Sprüche davon sind nicht der Hammer, aber die haben einen Spruch, der heißt Illusionary Battle, seht ihr hier unten. Und der bedeutet, dass man Erfahrungspunkte kriegt fürs Rumstehen, ein paar Gems einsetzen, ein Ritual sprechen und wir kriegen Erfahrungspunkte geschenkt. Wie toll ist das denn? Das nehmen wir doch dreimal täglich. So, das heißt uns nicht vom Hocker, das lässt uns auch eher in Ruhe. Planes sind okay. Nicht schlecht, nicht gut. Wir nehmen keine Extras mit und stürzen uns ins Getümmel. Was wollte ich euch schon immer sagen? Ja, ich mache bald ein Let's Play Eador Masters of the Broken Worlds. Das Spiel ist genauso wie das hier, nur noch besser, weil es noch eine taktische Variante mehr bietet, was mich sehr freut und ich freue mich schon darauf, es euch vorzustellen. Worauf ich mich noch freue, ist, euch mitteilen zu dürfen, dass ich rausgefunden habe, ich habe eine Seite gefunden, wo drin steht, wer mit wem alliiert sein kann und wie es funktioniert. Das heißt zum Beispiel, dass man Slugs töten muss, wenn man mit Lizardmen zusammen sein will, dass man Ogre töten muss, wenn man mit Zentauren zusammen sein muss, dass man einen Magier-Tower ausräumen muss, wenn man mit Elfen zusammen sein will und so weiter und so fort. Ihr werdet sehen. Ich werde das alles posten in im Blog unten drin und dann sind wir alle glücklich und klüger, als wir es vorher waren. Wir eröffnen mit unserer Standarderöffnung, die ist eigentlich nie falsch. Wichtig ist auch, wir packen immer jemanden hier hin, der aufpasst, weil ein unverteidigtes, ach, ich bin ja bin ein Hirsch, weil ein unverteidigtes Zuhause ist ein verlorenes Zuhause und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen, was haben wir hier? Adventurers, Undead, Undead, Necromancers, das ist gar nicht mal so schlecht. Was haben wir um uns rum? Free Settlement mit 14 Gold. Guckt euch das an. Barbarian Tribes, Free Settlement. Orcish Tribes, Barbarian Tribes, Lizardmen Lands. Okay, das haben wir alles schon schlechter gesehen, wenn wir ehrlich sind. Also das geht. Ein Ruined Tower, vier Goblins, vier Orks, Retreat, das merken wir uns mal. Da können wir nämlich ganz gut absahen. Das ist jetzt nicht der Gegner, vor dem wir so unglaublich viel Angst haben. Was machen wir da als kluge Männer? Genau, wir kaufen unsere Barbaren, weil wir die nämlich brauchen werden. Eins, zwei, drei. Und dann, jetzt schauen wir mal. Also das hier macht mich natürlich unglaublich an. Ich denke aber, dass es zu stark verteidigt sein wird. Wir versuchen es jetzt einfach mal ganz kurz. Ja? Wir kneifen die Augen zusammen, wir hoffen das Beste. Und es sind sechs Stück. Das müsste sogar machbar sein. Weil wir sind vier und wir sind hart. Und die sind nicht so viele und nicht ganz so hart. Vor allen Dingen haben sie nur ein Spearman dabei. Und das ist eigentlich die einzige von diesen Einheiten, die ich wirklich fürchte. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Aber der Rest von denen ist jetzt eher vernachlässigbar, sage ich jetzt mal. So. Prinzipiell. Wir werfen unsere Äxte zum Warmwerden. Ja, das war abzusehen. Ob den Haupthelden dürfen sie auch gerne in begrenzter Form einschlagen. Ich sage jetzt nicht, dass sie ihn massakrieren sollen, aber wenn der ein bisschen Futter abfängt, dann ist das. Wow. Wollte ich gerade sagen, ist das eigentlich ganz okay? Es kommt auf den Rahmen an. Und der Rahmen, meine Freunde, der Rahmen ist ein Schuss oder ein paar Lebenspunkte. Aber nicht, dass ihr ihn gleich durch den Wolf dreht, wenn ihr versteht, was ich meine. Die haben Schaden machen, aber auch gelernt. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht zu viel Prügel kriegen, weil jetzt geht es nämlich gerade wirklich ab. So. Das ist bedauerlich, aber noch im Rahmen.
Barbaren sind dafür gemacht, ganz übel auf die Nuss zu kriegen. Und wir haben es geschafft, das ist das, was zählt. Norman Steppers. Norman Kamen, Nomaden hielt ich früher für unbesiegbar. Inzwischen weiß ich, auch Nomaden kann man besiegen. Man braucht nur die richtigen Truppen dafür. Und die richtigen Zauber. Eine Ancient Crypt, das ist okay. Wir müssen jetzt zweimal Next Turn machen, weil wir einfach auf zwei Gargülen. Weil wir auf was Bestimmtes hoffen müssen. Nämlich auf ein Command. Ancient Crypt. Into the past. In welchem Gesundheitszustand sind wir denn? Wir sind eigentlich wieder ganz frisch. Wir könnten eigentlich sogar irgendjemand in die Pfanne hauen. Aber wir bleiben mal Free Settlement. In welche Richtung geht's denn wohin weiter? Hier geht's offensichtlich ziemlich weit weiter. Hier hinten geht's nicht weiter. Also versuchen wir einfach mal hier die Barbaren umzuhauen. Drei Stück. Wir sind mehr als die. Wir sind dafür angeschlagen, was die nicht sind. Ich denke, wir lassen die besser kommen. Der Bär sagt, das darf er gerne tun. Es gibt Schlimmeres als berserkende Berserker. So, das hat jetzt gerade ganz schön wehgetan, damit können wir aber immer noch leben. Damit können wir nicht leben, das ist äußerst unsportlich, was unser Freund hier macht. Da müssen wir uns nämlich jetzt echt verkrümeln. Wow. Der weiß, wie man Leuten wehtut. Zum Glück wissen wir auch, wie das geht. Uns zu cursen ist prinzipiell keine schlechte Idee, schreckt uns aber nicht. Und was wir jetzt brauchen, ist einfach Command. Sehr schön. Looting braucht kein Mensch. Initiative Range Defense, das kann sehr wichtig sein. Lebenspunkte wären schön gewesen. So, wir bauen einmal das hier. Und dann bauen wir natürlich wie immer unsere Light Guard. Und dann kaufen wir einen Heiler. Und dann haben wir eigentlich schon eine ganz patente Armee, mit der wir schon wieder in die Schlacht ziehen können. Eigentlich könnten wir sogar versuchen, hier ein wenig Unfrieden zu stiften. Und Geld zu sammeln, damit wir unseren Commander kaufen können. Der würde uns nämlich gerade echt reinlaufen. Versuchen wir es. Vier Orks und Zombies. Well, well, so it be. Wir stellen uns mal auf den Hügel, man weiß nie, was kommt. Ja, das Problem ist, auf die schießen bringt überhaupt nichts, weil die eine Range Defense von 8 haben. Das war eigentlich vergebene Liebesmühe. So, jetzt werden wir gleich ganz schön einige Backen kriegen. Diese Skelette sind unglaubliche Austeiler. Also da träumt irgendwie jeder von.
So. Jetzt wird's eng. Das versuchen wir jetzt besser gar nicht erst. Guckt euch diesen Schadensoutput an. Davon träumt jeder. Aber wir sind gut, wir sind hart, wir kriegen sie klein. Wir kriegen nochmal ein Command. Was will man da sagen? Das nehmen wir doch mit Handkuss. Einen Langspeer. Und Geld. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ein Langspeer ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe. Wir kaufen uns hier mal noch einen Barbaren. Davon kann man prinzipiell mal nie genug haben. Und versuchen unser Glück mal mit den Abenteurern, weil wir bräuchten wirklich mehr Geld. Oh, rauf auf den Hügel. Und dann schauen wir mal, was die so bieten. So. Es ist entscheidend, wo der kleine Elf hinschießt. Zum Glück nicht dahin, wo es uns wirklich stört. So. Böser Elf, böser Halbling. Böser Halbling. Gehst du sterben? Warum bin ich jetzt eigentlich ausgerechnet mit dem vorgerückt, der am wenigsten aushält? Kann mir das mal irgendjemand verraten? Ich mache immer so seltsame Züge, wo ich nachher selber nicht weiß, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe. So. Wenn du noch einen Schritt weiterkommen würdest, würde ich mich sehr freuen. Okay. Jetzt wird's lustig. Jetzt beginnt nämlich das allgemeine Wir schlagen auf den Zwergen ein Spiel. Und da war er dann auch platt. Sehr schön für uns, sehr schlecht für ihn. Heavy Armor, der uns nichts bringt und wir sind finanziell immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Also versuchen wir es gleich mit der nächsten Untotentruppe, nachdem wir uns repariert haben. Heavy Armor brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir keine Leute, keine Helden verwenden, die Heavy Armor haben. Sechs Skelette und Zombies, ich will ehrlich zu euch sein, das ist eine Menge Holz. Das ist mehr, als wir so normalerweise betreuen. Das ist also wirklich, da ist was unterwegs, was wir gar nicht so schätzen. Das kann auch, sage ich euch ganz ehrlich, granatenmäßig nach hinten losgehen. Ja, das Leben ist hart und erbittlich. Jetzt müssen wir hier eigentlich stehen bleiben. Und es auskämpfen. Oh, das ist übel. Aber noch ist es zu schaffen. Ne, jetzt ist es nicht mehr zu schaffen. Hab ich ein Glück, dass mein Gegner mindestens genauso Panne ist wie ich.
Mist. Das ist jetzt in der Tat sehr bedauerlich. Zumal das mal fast zu schaffen war. Schauen wir mal, was es überhaupt als Belohnung gibt, ob das überhaupt in Frage kommt oder ob wir hier unsere Zeit verschwenden. Wir haben ja immerhin Looting, also eigentlich müsste ja sogar ein bisschen Bargeld für uns rausspringen. 100 und eine Secret Monastery. Two games per turn, speeds up history. Nö, ganz ehrlich, das hilft uns überhaupt nicht. Orks? Vielleicht haben wir da mehr Glück. Wie sieht's aus? Vier Orks und Goblins? Ja, das ist schon eher. Vier Orks und Goblins. Was meint ihr? Vier Orks, vier Goblins? Das ist super. Was ich heute auch posten werde, ist die Aufstellung, was man für welche Allianz braucht. Das finde ich nämlich total irre wichtig. Jetzt fragt ihr warum, ganz einfach. Es ist ja so, dass verschiedene Gegner, also verschiedene Verbündete verschiedene Sachen haben wollen. Wenn ihr euch zum Beispiel verbünden wollt mit Zentauren, dann ist ja immer die Frage, was will der Zentaur von heute eigentlich von mir? Ja? Was hat denn der für Wünsche? Ich meine, der will ja irgendwas wollen. Richtig, der will, dass ihr Oger umbringt. Und ich meine nicht ein Oger. Ich meine nicht zwei Ogner. Die wollen in der Regel, dass ihr drei oder mehr Oger tötet. Und vertraut mir, drei oder mehr Oger, das ist ein Haufen Holz. Also schon ein Oger zu Hackfleisch zu verarbeiten, ist eine nicht so leichte Aufgabe. Sechs Oger zu Hackfleisch zu verarbeiten, jetzt habe ich schon Sprachfehler vor lauter Ogern, ist schon eine ganze Ecke schwerer. Nehmen wir jemand anders. Nehmen wir, ich glaube, Lizardmen sind's. Lizardmen hätten gerne von euch, dass ihr. Was sind's? Auch irgendwas Widerliches zu Hackfleisch verarbeitet. Slugs sind es, glaube ich. Sechs Slugs. Und wer mal gegen eine Slug gekämpft hat, der weiß, dass bei sechs Slugs mal echt die Hütte brennt. Oh je, das ist ja eine noch kümmerlichere Bewachung. Dann versuchen wir es doch mit den Undead. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Na, hau mal nicht nach unten ab. So. Attack. So. Wir starten das Heilen. Und dann gehen wir mal in Positur. Oh Mann, sind das viele Skelette. Gibt es ja gar nicht genug Friedhöfe, wo die alle herkommen können. Jetzt schauen wir mal. Das war nicht nett, hilft uns aber sogar. Jetzt fragt ihr warum? Ganz einfach, weil sie jetzt nicht alle auf einen einschlagen. Und da sind wir ja schon dankbar. Wir sind ja schon so weit, dass wir dafür dankbar sind. Verstellen wir dir mal den Weg. Danke. Das ist natürlich nicht das, worauf ich gehofft habe, aber es ist das, womit ich leben muss. So. Ja. Schwerer taktischer Fehler.
So, das hat jetzt auch wehgetan, lässt sich aber nicht ändern. Du kannst ihn nicht mehr heilen. Du musst das jetzt schaffen. Und vor allen Dingen ihr, Freunde der Nacht, müsst es jetzt schaffen. Denn ihr seid meine letzte Hoffnung, im Himmel, Krieg der Sterne zu zitieren. Und sie haben es geschafft. Wir haben Herz gekriegt, was kein Mensch braucht. 160 Gold und Rituale, die kein Mensch braucht. Na, super. So, jetzt schauen wir mal. Als erstes reparieren wir eine Spellrolle, die niemand braucht. Was haben wir denn hier? Undead Adventurers. Wisst ihr was? Schlechter als so kann's nirgends laufen. Da gehen wir doch lieber da hoch und versuchen da unser Glück. Nochmal mit Abenteurern. Obwohl, zwei Gargoyles? Wir könnten eigentlich auch theoretisch versuchen, zwei Gargoyles aus den Schuhen zu hauen. Aber wir suchen erst unser Glück mit den Abenteurern. So, wir gehen wie immer auf unseren Hügel, weil auf dem Hügel sind wir gut. Und machen unsere kleine Verteidigungsformation. So, der hat jetzt gerade geschwächte Verteidigungswerte, was uns nicht so furchtbar hilft. Das war jetzt sogar richtig blöd, weil der Elf schießt nämlich weiter als wir. Wie kann man eine taktisch so ausgezeichnete Position so kleingeistig aufgeben? Dafür werden wir jetzt natürlich auch gleich maßlos bestraft. Der einzige Vorteil ist, wir sind jetzt nah genug an dem Elfen dran, dass wir mit etwas Glück Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Aber das tut dir garantiert noch viel mehr weh, als es mir weh tut. So, dann postieren wir uns mal hier. Wir gehen mal hier in Bereitschaft, den Zwergen zu umzingeln. Und dann machen wir das, was wir am besten können. Wir schlagen von allen Seiten auf den Zwerg ein. Immer auf die Kleinen. Lisa sagt man so schön, immer auf die kleinen Schwachen. Das ist der Grund, warum sie so heißen. Wundervoll. Er ist tot. Wir kriegen Magic. Das ist immerhin besser als Health. Ranged Attack. Wir nehmen Forest Knowledge. Wir nehmen Lebenspunkte. Fireblade. Und Geld. Ja, es geht doch. Und jetzt noch einmal Undead, meine Freunde. Und dann sind wir im Geschäft. So. Kommt schon. Sechs. Huh. Sechs ist viel. Zu unserem Glück sind das nicht sechs Skelette. Damit hätten wir nämlich überhaupt nicht umgehen können. Wir machen jetzt hier eine schöne Begradigung unserer Linie. So. Da kommen wir jetzt gar nicht an den Feind ran. Das ist äußerst traurig. Wir bleiben natürlich wie immer in Bewegung und versuchen hier mal ein wenig regulierend einzugreifen. Puh. Aber alles ist noch in Ordnung. Alles ist noch fein. Sehr schön. It geht doch, it geht doch.
Wir machen hier wieder eine lustige Heilung drauf. So. Das war jetzt natürlich blöd. Der macht immer noch massiv Schaden. Das Schlimme ist nämlich, dass das diese Typen nie aufhält. So, jetzt schauen wir mal, was die so machen. Das war absehbar, ist uns aber egal. Das ist nicht nett, das ist sogar ganz fürchterlich. Ja, das dachte ich mir. Das ist mal überhaupt nicht okay. Nein, das können wir nicht nehmen, das ist indiskutabel. Into the past. Haben wir noch was anderes zur Auswahl als die Gargoyles? Versuchen wir die Gargoyles. Vielleicht haben wir mit denen mehr Glück. Attack. So. Gargoyles sind echt harte Schweinepriester. Das muss ich euch gleich vorneweg sagen. Gargoyles wissen, wie es geht. Und die interessieren sich mal für meine Angriffe in der Regel so gar nicht. So, wir lassen uns hier eine Heilung raus. Und dann fangen wir auch schon an, auf dieses nutzlose Pack nach besten Kräften einzuschlagen. So. Oh, Depp. Wie kann man sich von einem Gargoyle umbringen lassen? Schauen wir mal, was draus wird. Hat immer noch gereicht. Level 2 ist natürlich überhaupt nicht okay. Ein Troll Guard Contract. Ihr macht Witze. Wisst ihr was? Das versuchen wir gleich nochmal. Und diesmal stellen wir uns schlauer an. Könnt ihr das überhaupt? Ich meine, das war ja gerade knapp. Das hätte auch wirklich klappen können, wenn wir uns ein bisschen cleverer angestellt hätten. Sehr schön, zwei Schaden. So, jetzt lasst mich mal schauen, wie wir das hier am besten regeln. So, jetzt aber. Auf ihn mit Gebrüll. Hat geklappt. Kann immer noch was werden, sage ich jetzt mal. Es muss nur sitzen. Und es sitzt. Er ist tot und wir sind's nicht. Meditation sehr wichtig, weil dann kann er nämlich quasi eine Runde meditieren und dann lernt er heilen. Magic Strike, Enchanted Blade. Freunde, das ist das, was wir gebraucht haben. Jetzt laufen wir mal eine Runde zurück und daheim kaufen wir uns unseren Helden der Arbeit, der
als allererstes mal seine nutzlosen Truppen rauswirft. Und dann als allerzweites, ist natürlich die Frage, was der jetzt für Truppen kauft. Der braucht nämlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, bräuchte der einen Sack davon. Dafür haben wir aber gar nicht die Rohstoffe. Das hier wäre noch eine Alternative, dafür haben wir aber nicht genug Gems. Also wird der hier einfach mal eine Runde auf Patrouille gehen und er kommt mal nach Hause. Und du kannst, wenn du schon mal hier bist. Ach, wir können noch gar keine. Haha. So ein Dreck. Wie viel Gems nehmen wir eigentlich die Runde 1, 2? Das ist jetzt auch nicht gerade atemberaubend. So. Willkommen in der Heimat. Du kannst hier gleich mal Gegenstände ablegen. Was macht eigentlich Fiery Blade? Increases all attack attributes. Magic Damage. Okay, das ist jetzt gar nicht so übel. Du reparierst dich mal. Du rüstest dich mal aus. 5-5, das ist schon mal gar nicht schlecht. Den Rest kann man hier gleich mal verhökern. So, was wir jetzt natürlich machen ist. Geht nicht. Mist. Mist, Mist. Necromancers, warte mal eine Sekunde. Die haben doch Gems. Die müssen doch Gems haben. Oder? Das ist nicht gut. Der wird jetzt hier auch einfach mal forschen. Ancient Druids, 6 Goblins. Oh. Das ist der falsche Gegner. Tja, tja, tja. Untote, wie ist denn dein Zustand? Nicht berauschend, um es vorsichtig auszudrücken. Aber wir brauchen Gems. Und wir brauchen. Wir brauchen die Gems und wir brauchen das Geld. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Das wäre hier halt alles mal halb so horrible, wie es ist, ja. Wenn wir von den Göttern verfluchten Nasenbären es mal schaffen würden, hier ordentlich Stunk zu machen. Das könnte jetzt unser letzter Fehler gewesen sein. Ja, das können wir gleich nochmal machen. Das ist ja fürchterlich. Wie kann man sowas abliefern? Ihr verzeiht, ihr vergebt, so hoffe ich. Into the past. Und dann machen wir es nochmal und diesmal machen wir es besser. Also, das ist mal nicht schlecht. Was wir halt irgendwie versuchen müssen, ist die Bande abzupassen.
So, das wird jetzt natürlich auch nicht berauschend, aber es kann klappen. So natürlich nicht. Diese Skelette. Ihr seht, unser Problem sind die Skelette. Wir kriegen alles unter Kontrolle. Was wir nicht unter Kontrolle kriegen, sind diese blöden Skelette. So, hat aber gerade noch geklappt. So, was nun? Kannst du durch Sumpf laufen? Wieso kann der durch Sumpf laufen? Kann es der Rest auch? Ist ja unglaublich, was unsere Leute hier mal für Fähigkeiten dazu entwickeln. So. Jetzt brauchen wir eine gut sitzende Axt und wir kriegen sie. Nie diese Axtwaffe unterschätzen. Niemals. 130 und zwei Sprüche. Das ist okay. Sage ich jetzt mal, wie ist unser Einkommen? Ist noch plus 1, plus 1. Nicht der Hammer, aber was soll's. Wir reparieren uns. Die Sprüche hier können wir gleich verkloppen. Vulnerability ist nicht mal so übel. Das könnte sich noch als ganz sinnvoll erweisen. Und dann... Ja, wir brauchen eine Library, da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt ist die Frage, was kostet 18? Das ist ja Wahnsinn. Wir lernen mal Sprüche. Was hat's hier noch? Untote. Die können wir jetzt auch ausräumen. Sag ich jetzt mal. Und in der Zeit kann unser Commander... Kannst du irgendwas kaufen, was dir hilft, Junge? Auf jeden Fall solltest du mal Sprüche mitnehmen, die dir helfen. Hier zum Beispiel diese Vulnerability. Obwohl du genau genommen gar nicht die Gems hast, um so einen Spruch abzulassen. Eigentlich bist du gerade ein echt schlechter Bauer, wenn man weiß, wenn man nur nach deinen Werten gehen würde. So. Okay. 6 Goblins. Das waren, glaube ich, vorher noch 5. Aber was sei es drum. Okay, einen Kampf machen wir noch, bevor es dunkel wird. So. Jetzt werdet ihr fragen, was ist anders als vorher? Ganz einfach, wir haben ein paar Tricks dazugelernt, die wir vorher noch nicht hatten. Und die wir jetzt ohne Rücksicht auf Verluste einsetzen werden. So. Dagegen sind Skelette nämlich nicht immun. Und das ist der beste Weg, diesen Typen wirklich übel weh zu tun. So. Die manövrieren sinnlos in der Gegend rum. Das freut uns natürlich sehr. Wir allerdings dummerweise auch. Das freut uns überhaupt nicht. So, let's do some healing. Jetzt kriegt der garantiert von dem Skelett hier oben eine gebacken. Ja, das war ja so klar. Mann, Mann, Mann. Wir haben aber auch überhaupt keinen Verstand. Das muss man jetzt mal in der notwendigen Härte einfach ausdrücken. So, du, töte, du, töte, du, gehe in Position. Dass man sich alles rumärgern muss.
So. Heilung 1. Laufen und schlagen. Heilung 2. Laufen und schlagen. 3. Aus dem Weg gehen. Und heilen und schießen und laufen und kloppen. Laufen und kloppen. Laufen und finishen. Sehr schön. Geht doch. Wir nehmen den Angriff. Ein Ring mit Hitpoints. Okay. Nicht das, was wir erhofft haben. Nicht das, was wir erwartet haben. Aber okay. Was haben wir hier? Battle Mages und Inquisitoren. Nicht unsere bevorzugten Gegner. Könnte man aber schaffen. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Du kannst schätzungsweise immer noch nichts Brauchbares finden, kaufen. Ancient Ruins, Skeletons und Zombies. Und du guckst dir mal die Battle Mages an. Vier Shaman und Sorcerer. Das ist doch, das klingt doch machbar. So. Jetzt schauen wir mal, was die so machen. Die werden wahrscheinlich gleich schießen wie die Bekloppten. Das dürfen sie aber tun. Wow, 9 Schaden. Da hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht. Bedauerlicherweise kann ich das Gleiche von mir auch sagen. So, Freunde Kupferstecher. Schöner Versuch. Interessiert mich bloß leider nicht. Jetzt hätte ich mich natürlich noch heilen können, wenn ich nicht so vorschnell gewesen wäre. Magic ist okay. Wir nehmen Heilung. Das ist... Oh, Pfeile! Oh, Pfeile! Schön! Schön! Ich liebe Pfeile. Das hilft uns doch mal richtig. Die schönen Pfeile legen wir gleich mal an. Jetzt haben wir 47 Gems. Jetzt sind wir schon fast am Start mit einer zweiten Armee. Wir kriegen Command, das freut uns. Bedauerlicherweise ist das hier alles hochgradig sinnlos. Wir nehmen mal das hier. Executioner, Pikeman, Healer, Swordsman. Pikeman, Healer, Swordsman. So ein Executioner ist halt echt ein irres Früchtchen. Das muss man mal stehen lassen. Und ohne Netz werden wir den nicht schaffen. Aber das sehen wir eh erst beim nächsten Mal. Als dann, bis dann.